Hallo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield Let's Play. Heute auf der Map seine Überquerung im Modus Team Deathmatch. Ja, das war schon mal der erste Gegner, den wir ganz ratzfatz eliminiert haben. Wie gesagt, ihr seht hier schon, dieser Grafikmod lässt das Spiel einfach unglaublich geil aussehen. Und deswegen sieht einfach alles in dem Spiel jetzt einfach nur geil aus. Allein schon die Wände hier mit diesem scharfen Kontrast und mit dieser Schärfe. Traumhaft, vor allem das Aiming wird dadurch auch wirklich vehement verbessert, wenn alles nicht mehr so verwaschen aussieht. Der Gegner kann gleich mal seine Grabrede reden und die hat er jetzt gerade gesprochen, weil er tot ist. Wir schauen mal, wo ein paar Gegner reinkommen, denn ansonsten würde ich sagen, wir belagern das Haus ein bisschen, um ein paar Kills abzustauben. Ansonsten bin ich eigentlich immer der hier immer rumläuft, denn die Map ist halt extrem für Noob-Tuber geeignet, die jetzt hier gerade wieder am Werk waren. Da kommt der Nächste, da kommt auch der Nächste, da hinten ist wieder der Nächste. Oder war das alles derselbe? Ich weiß es nicht. Ich werfe mal eine Granate rein. Oh, verdammt nochmal, das war Glück. Freunde, sonst wäre ich jetzt echt tot. Boah, das war effizient, Freunde. Da müsst ihr zugeben, dass das... Der Gegner ist tot, wenn er kommt. Der Gegner ist wirklich tot, wenn er das nächste Mal kommt. Sage ich es euch doch. Nein! Leider hat es nicht geklappt, Freunde. Bin leider tot. MP5 war zu schnell für mich. Aber warum nicht gleich wieder hier oben spawnen? Das ist doch richtig geil, wenn einer eine Spawn-Big platziert. Es gibt halt auch noch Leute, die ein bisschen mitdenken. Wow, da kommt der nächste Tuber. Sag mal, was ist mit der Karte heute los? Da sind ja überall Tuber. Die wissen wahrscheinlich, dass wir uns da hier in dem Haus verschanzen. Es gibt ja nur zwei Gebäude, wo man sich hier verstecken kann. Jawohl, gegenseitig gekillt. Ich hoffe, der eine kann uns reanimieren. Das wäre eine feine Sache. Ich glaube nicht, weil der tot ist. Das ist extrem scheiße. Na, egal. Wir haben hier nur 7 Leute. Wir sind hier auf einem 24-Spieler-Server. Alter, da war ein Sniper. Sorry, da war gerade so dunkel. Mit dem Schatten, da sieht man die Gegner wirklich relativ schwer. Gott sei Dank gibt es einfach diese genialen Leute, die mich da oben wieder spawnen lassen. Und dann soll mir irgendein Feind kommen, der kriegt sofort was zwischen die Augen. Ihr seht schon, ich habe hier eine KH-2002. Die Waffe, wie gesagt, glaube ich schon erwähnt, letzte Woche erst für mich so richtig entdeckt. Vorher konnte ich nicht verstehen, wie Leute mit der spielen. Jetzt kann ich sehr gut nachvollziehen. Mit der Zweifach-Schusssalve ist die Waffe... Das geilste, was es gibt, also man killt mit der Waffe so unglaublich schnell, wenn man trifft, 2 Salben und der Gegner ist tot, allerhöchstens 3. Und da kann man wirklich richtig damit abgehen. Da unten, glaube ich, ist ein Gegner, der lebt noch. Da war Glück, dass ich noch lebe. Am besten, wir versuchen es einfach mal. Ja, ich wusste es, dass das eine gute Idee ist. Okay, hier kommen keine Gegner. Ich würde mal gerne mich ein bisschen... Ja, genau das wollte ich sagen. Mich ein bisschen raustrauen. Ein bisschen mal schauen, wo denn die ganzen Gegner hier wären. So, der ist auch tot. Fuck. Oh, fuck. Jetzt sind wir am Arsch, Freunde. Aber richtig. Nachladen. Und jetzt dürfen wir nicht verrecken. Das ist ganz wichtig, jetzt nicht zu verrecken. Den haben wir leider nur einmal erwischt. Noch bin ich sicher hier drinne. Fuck. Alter, da war echt Glück, Freunde, dass ich genau im richtigen Zeitpunkt gesehen habe, dass einer kommt. 13-3 läuft. Läuft gut. Läuft immer besser. Läuft hervorragend. Wir müssen jetzt aufpassen, links sind auf jeden Fall Gegner, das habe ich gesehen. Boah, hier sind mal keine. Ah, von hinten. Okay. Wir müssen stürmen.
Oh, oh, oh. Das Haus wird wieder gestürmt. Unglaublich, was die für einen schnellen Finger haben. Gut, das war die AEK. Auch eine der besten Waffen, die es in dem Spiel gibt. Weil sie halt wirklich extrem schnell killt. Manche halten sie für noobig, manche halten sie einfach nur für göttlich. Da ich selbst oft wieder gespielt habe und sagen muss, es gibt weitaus noobigere Waffen, um Gegner zu töten. Das wäre dann zum Beispiel ein Granatwerfer, ein Raketenwerfer oder ähnliches. schwere Versprecher bis zum Tod. Die DAO 12, die Spaß 12 oder auch die Jackhammer sind so quasi die noobigsten Shotguns, die mir da so einfallen. Ich glaube, wir campen hier mal ein bisschen. Im Liegen bin ich ja doch relativ... Also, die Waffe ist vor allem so zielgenau, das ist der Wahnsinn. Du kannst sie gut als Sniper verwenden, wie ihr gerade sehen könnt. Der wäre jetzt eigentlich tot. Durch meine Hand gestorben. Und hier kommt keiner raus. Hier kommt keiner lebend raus. Ich sag's euch, ihr habt's gesehen. Sie dann... Ah, hat ihn wiederbeleben können. Okay. Das heißt, wir können nochmal killen. Das ist umso schöner. Und wieder erwischt. Also der hat jetzt, der müsste so gut wie tot sein. Wenn der Kumpel jetzt da hochlaufen würde. Nein, einer kommt von hinten. Nee, nicht mal. Das war einer mit der Armbrust. Respekt. Da fand ich den Kill jetzt gar nicht mal schlecht. Wenn nämlich einer auf viel Distanz mit der Armbrust killt, dann hat er eigentlich meinen Respekt verdient. Von da drüben. Wow, höchste Achtung. Der war mal lebendig. Da kommt der nächste. Also, ich glaube, die wollen jetzt hier nur noch campen. Und das werden die nicht überleben, das ist klar. Der war auch tot. Also, es läuft hier alles für uns, Freunde. 20-5. Ich kann mich hier gar nicht beklagen. Natürlich sind wir ein bisschen aufs Campen eingestellt, das muss man zugeben. Ich bin ja nicht nur den ganzen Tag am Rumrennen, da kommt ein Sniper und erwischt Doppelkill. Doppelkill? Fragezeichen. Wo war der zweite Gegner? Oh, das war knapp. Habt ihr es gesehen? Und tot. Eine halbe Sekunde zu spät gemerkt, dass ich mich unbedingt hinlegen sollte. Nicht so zögerlich wie sonst. Okay, der zweite tot. Alter, das fand ich jetzt zum Beispiel noobig, auch von seiner Seite her. Das fand ich wirklich noobig. Okay, ich kann ihn nicht wiederbeleben. Hier vorne ist ein Gegner. Wahnsinn, wie schnell man hier killen kann. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Alter, und der nächste Sniper. Vielleicht wäre es jetzt gar nicht mal so schlecht, auch eine Sniper auszupacken, Freunde. Wie wäre es denn damit? Ich versuch's mal mit einer meiner Lieblingswaffen für Autoschrotflinten. Also, sorry, Autosniper. Halbautosniper, nicht Autosniper. Sorry, das wäre falsch. Die M39 EMR, die extrem gut ist. Nein. Oha. Ah, ist doch ein Sniper irgendwo, Freunde. Wir müssen aufpassen. Ich weiß, dass da hinten einer campt und ich könnte seinen Kopf erwischen. Alter! Jo, und dann kommt eine Granate reingeflogen, aber es war nicht mal die Granate, der Raketenwerfer, sondern es war der eine Gegner. Das ist der Nachteil mit einem Autosniper. Entweder du triffst einmal oder du triffst nicht. So, der ist auch tot. Jetzt fehlt nur noch der Sniper. Eventuell sollte man auch da mal schauen, dass da einer läuft. Der ist tot. Ich würde jetzt gerne mal meinen Platz wechseln. Es wird mir schon langsam zu brisant. Jetzt wissen sie schon, dass wir hier überall campen. Ah.
Ah, von hinten wieder, leider, leider. Ja, mit der Sniper hier unten ist es nichts mehr. Würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Pioniersklasse, nehmen die ACR, der ich auch relativ gut kann. Und springen mal so richtig ab mit dem Fallschirm. Oh, fuck you, Nummer. Yeah! Fast tot. Fast tot und fast erwischt. Ja, keine Chance, wenn man das so spät merkt. Muss ja sagen, wir sind sehr gute Spieler am Werk. Wieder drei Level 100er, soweit ich das sehe. Gegen die gibt es nicht so viele Kräuter, die dagegen funktionieren. Oh, also das mit den Snipern finde ich gerade ein bisschen extrem nervig. Wahnsinn, die sind alle zu doof, die Sniper zu killen. Jetzt wird doch eine Kammerverschluss-Sniper genommen. Und zwar die M98 oder wir nehmen gleich die... Wo ist sie denn? Eine meiner Lieblingswaffen, die... 96, hier ist sie ja. Ich brauche keinen Laserpointer, ich brauche allerhöchstens ein Taglight. Das nehmen wir aber gleich mal raus, weil mich das immer stört. Und das macht die Gegner auf dich aufmerksam. Und den Taschenlampenleuchteffekt, den es hat, den herzugeben, sorry, das ist nicht das Sinnvollste. Cheater. Was? Das war gerade die... Freunde, C4. Es läuft. Jetzt wird es immer schlechter. Ich hatte vorhin eine 20,5. Jetzt eine 28,12. Ja, es wird immer härter, wie festzustellen ist. Ich würde gerne mal zu den Snipern Ausschau halten. Hier müssen noch irgendwo Sniper sein. Hier ist einer. Zwischen die Augen. Sehr schön. Fuck. Wichser. Ich wollte gerade schießen. Ich war schon am Abzug. Verdammt, da war die Razer Black Widow wieder eine Zehntelsekunde zu langsam. Leider. So, der ist auch eliminiert.